Willkommen zurück zu Star Fox Adventures. Ich habe fast alle Karten aufgekauft, wenn nicht sogar alle. Und schnapp mir jetzt noch das hier. Das ist Trickys Ball. Und damit können wir halt spielen. Wenn wir ihn lassen. Es gibt hier im Laden noch einiges. Ich zeige euch am besten noch ein paar Kleinigkeiten, bevor wir dann aufbrechen. Zu Matic. Haben wir eh nicht so viel Kohle. Und das Snowhorn-Artefakt auch noch nicht. Dann zeige ich euch jetzt... Ja gut, ihr findet irgendwo im Laden, da war ich nämlich, ein Lanzensprung-Dingsbums. Und da könnt ihr euch hochkatapultieren auf den oberen Balkon. Ja, und da findet ihr ein paar Pese. Wer mehr braucht, der geht einfach hier rein. Ich habe die eben aber schon abgegrast. Ich glaube, da kommt nichts mehr, nee. Da kommen 30. Beziehungsweise 3 rote. Jetzt muss ich mal überlegen, wie das hier war. Das war irgendwie ein Glücksspiel oder sowas. Das will ich nur mal ausprobieren mit euch. How about playing a little game? Choose how many scarabs you wish to gamble. I will then throw them into this cave. And you have to collect them within my time limit. Ja und? Dann habe ich sie wieder. Ich probiere einfach mal 7. Ich weiß es gar nicht mehr. Okay. Sind noch ziemlich schnell unterwegs im Moment. Und da habe ich den letzten. Jetzt ist es verdoppelt worden, oder was? Hä? Komische Sache, soll uns aber nicht weiter beschäftigen. Wir gehen wieder raus, zeigen Tricky seinen unfassbar guten Ball. Oh, Moment, der Ausgang ist hier. Ciao. Mach's gut. Bis dann und ciao. Jo, 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 jo. Ich habe so ziemlich alle Karten gekauft, nur eine Karte für den Laden selbst. Finde ich nicht. Was soll's. Tricky, da bist du ja. Komm, wir tun was. Go get it. Endlich ist er weg. So, nicht Spaß. Und bringst du mir wieder, oder was? Ja, Tricky hat halt einen Ball, ne? Schön. Die Welt ist am Sterben und alles ist tot und wir müssen die Welt retten und wir haben nichts Besseres zu tun, als ein Dino hin und her zu schicken und das Bällchen wieder zu holen. Mampf, 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 nicht jetzt. Ach so, den kann man niemals ansprechen. Und wird am Ende dann nochmal wichtig. So, ich werde mich umschauen. Denn die Leute haben ja was erzählt von einem Brennbüschel. Was ist denn hier los? Wo geht's lang? Mondbergpass, da müssen wir als nächstes hin. Gott sei Dank, sehr schön. Dann weiß ich schon mal... Ah, da sind noch die Brennbüschel. Nicht zu übersehen irgendwie. Jawohl. Ich nehme natürlich den, der ins Wasser rollt. Sehr schlau. Das ist ein Brennbüschel. Wir müssen brauchen, um den Fontail helfen zu können. Ja, gib die anderen auch her, komm. Absa. Und jetzt? Können wir uns wieder neu holen. Gut. Dich will ich. Ach du Mann, du bist aber schnell. Das schnellste Büschel von Mexiko. Okay. Ich glaube aber zu wissen in etwa... War das da vorne nicht einer? Von diesen Säulen? Moment mal. Generell würde ich mich hier mal gerne umgucken. Interessant. Da kommen wir wohl später noch hin. Hä? War da was? Nee, bei der Ollen brennt alles. Schade eigentlich. Ja, ich suche halt die drei Dinger und... Wo können sie was sein? Also einen haben wir ja schon gefunden, da vorne. Ich hätte schwören können.
dass hier in der Nähe sowas war. Sehr komisch. Ich bin einfach nur blind. Das macht gar nichts. Genauso, wenn die Leute mich fragen, wie spielst du eigentlich blind? Mit verbundenen Augen oder was? Seufzt. Fang also da hinten an. Schnauze, Tricky. Ach, die blöden Pilze. Und jetzt die Brennbüschel reinlegen? Da haben wir sie. So wird's tatsächlich gemacht. Flame. Flame. Okay, das wäre der erste. Cool, komm mit. Befinden die sich alle hier? Ganz sicher in dem Tal? Really strange. Augen offen halten. Vielleicht bei dem hier. Hi. Ich bin John Chichi Tucker. Na gut, hier scheint nichts zu sein bei dem Ollen. Doch da oben. Hard Rock. Eigentlich nicht zu übersehen, die Dinger. Ich werde die Stumme jetzt schon am besten vom Kopf schlagen, weil ich den dritten nicht finde. Flame. Flame. It's such a flame, it's such a flame. Damit du es auch mal warm hast. Digga. Dich brauchen wir später noch. Okay. Whatever. Okay, und Richtung... ganz genau umgucken. Er wird hier irgendwo ganz in der Mitte drohen. Ich bin blöd. Da oben? Das ist er. Ich wusste doch, dass es hier irgendwie in der Nähe ist. Okay, sorry. Ich hab's übersehen. Die Leute, die mich schlagen wollen, Steine los. Damit nicht nur. The beacons mean so much to my tribe. Please take this. I believe it will help you on your quest. Ja, ganz genau. Was ich sagen wollte, nicht nur die sadistischen Mädels sollen schlagen. Oder beziehungsweise die zuerst. Wir haben einen Schlüssel, da freue ich mich, da renne ich erstmal eine Runde im Kreis. Weiter geht's. Wir sollen Richtung Mondbergpass. Und das befindet sich hier in der Gegend. Nein, da sind wir falsch. Da hinten habe ich was gesehen. Ab jetzt kenne ich das Spiel gar nicht mehr. Könnte man fast blind bezeichnen. Und das sogar ohne verbundene Augen. Bestimmt ist jetzt hinzu eine Tür. Und der Schlüssel... Okay. Gott sei Dank haben wir noch eine. Bisschen schade. Die wir pflanzen, die müssten eigentlich auch so Dinger hergeben. Ich meine, ist nicht so und dann soll es damit auch gut sein, aber ich sag ja nur. Was finden wir jetzt hier? Sieht aus wie der Mondbergpass. Ha. Okay. Ist es gut oder schlecht? Oder sehr schlecht? Geht so. Vor allen Dingen, dass ich so unvorsichtig bin, könnte mir gleich das Genick brechen. Aber es macht Spaß. Whatever. Und hoch damit. Cool, gefällt mir irgendwie. Oh, hier ist was. Schon wieder so eine Energiekugel. Aha. Es scheint nur ein ganz normaler, friedlicher Pass zu sein. Dammit, wo geht's lang? Zum Glück habe ich unten links eine Karte, die ich mir käuflich erworben habe. Oh, hier bin ich richtig. Okay, cool, cool, cool. Oder geht so? Verrückte Musik. Komm, nimm Pilze. Ich weiß, du willst sie. WTF?
Hier sind wir, nee, hier sind wir nicht hergekommen. Hier gehen wir jetzt hin. Jetzt kommen die blöden Fässer. Wake up! Somebody coming! Macht ihr jetzt einen auf Donkey Kong oder was? Oh, was eine Materialverschwendung. Vor allen Dingen kenne ich das von irgendwoher. Hatten wir schon mal in Star Fox Adventures. Ich habe da schlechte Erinnerungen. Aber das hier geht doch zu schaffen. Okay, getroffen. Na, was soll's. Ich überlebe es trotzdem. Ich nehme das blaue Ding wieder mit und weiter geht's. Au. Au. Verdammter Mist. Und hier brauchen wir den Schlüssel, oder was? Boah, sonst würden wir alt aussehen, hey. Gut, dann treten wir ein in die gute Stube. Hallo. Ich bin's. Fox McCloud. Gott, wo stehe ich drauf? Was ist das? Will ich nicht vielleicht erstmal dahin und die verkloppen? Vielleicht haben die was Tolles. Wo seid ihr? Okay, Donkey Kong und Diddy Kong haben sich aus dem Staub gemacht. Schön, schön. Oh, da sind sie. Hallo. Du bist also der Chef hier, der Master Chief. Der das zu verantworten hat, ja? Da kriegst du noch einen Ex auf die Rübe. Der hat doch länger durchgehalten. Als ein normaler Sharpclaw. Aber gegen mich ist eh kein Kraut gewachsen. Cool, cool, cool. Keine Ahnung, wo das ist, aber cool. Kohle. Magie. Zurückstecken. Alter, was Musik. Wir sind hier auf dem Mondberg. Pass, aber nicht auf dem Mond. Das wäre mal cool. Fox auf dem Mond. Gar nicht so unrealistisch, weil er ja durch den Weltraum düst. Das wäre ein geiles Abenteuer. Nicht nur auf Dinosaur Planet, sondern Fox Adventure, wo er von Planet zu Planet macht und immer andere Sitten und Aliens kennenlernt. Ich sollte schon Miyamoto mal anrufen, ja. Was er davon hält. Einfach mal die Retro-Studios befragen, während wir hier wieder Firefox benutzen. Verdammt, geh weg. Scheiß Feuer. Ja, nochmal runterfallen, hey, sind wir. Deswegen warte ich einen Moment. Tricky gehend. Dem ist alles so langweilig hier. Der kommt mir von vorne entgegen. Ey, das gibt's nicht. Was ein Kerl. Was ist hier los? Zum Mondbergpass. Sind wir hier richtig oder sind wir hier total falsch? Immerhin haben wir den schon mal hinter uns gelassen. Mal sehen, wo es hier weitergeht. Scheinbar nirgends. Na, da kommt Freude auf. Schauen wir uns unten doch mal die Karte an. Das geht auch nicht. Wir haben doch irgendeine Tür geöffnet. Es sieht nicht so aus, als müssten wir hier hin. Wir haben doch irgendeine Tür geöffnet, als wir die Sharpclaw besiegt haben. Ach du Mann, oh Mann, oh Mann. Firefox, Firefox. Mann, oh Mann. Dass den dann noch so lang Energie abzieht. So. Na, vielleicht gibt es einen anderen Weg, ich weiß nicht. Werden wir mal gucken. Irgendwo, oder haben wir hier? Nee, nee, hier ging das Ding auf. Hier, wenn wir die Gegner nicht besiegt hätten, könnten wir hier nicht rein. Das bedeutet, wir sind hier schon richtig. Hier gibt's auch nicht mehr Möglichkeiten. Okay, komisch. Das verwirrt mich. Können wir vielleicht hier rein, wenn... Tatsächlich. Sieht zwar nicht so aquamäßig aus, aber was soll das? Hat ja auch keiner behauptet eigentlich. Komische Sache. Hier muss ich erstmal durchblicken. Und weiter geht's im nächsten Part. Bis dann und ciao.